Hallo zu einer Folge Reptil TV Technik. Heute möchte ich euch zeigen, wie man das Terrarium perfekt über so einen Thermostat steuern kann. Nichts Neues in der Terraristik, diese Thermostate, aber absolut praktische Sache, kosten ca. 50 Euro. Ich kann meine Heizquelle genau drüber steuern, beziehungsweise das Gute an den neuen Thermostaten, die haben nicht nur eine Heizfunktion, sondern noch einen zweiten Kanal fürs Licht. Da kann ich das Licht gleichzeitig drüber schalten, ne? Tag-Nacht-Rhythmus vom Licht. So habe ich alles praktisch da drin. Das bisschen Komplizierte an denen ist, als wie stelle ich sie ein, dass sie die richtigen Parameter einstellen. Da ist eine Anleitung dabei. Das Ganze ist wirklich relativ intuitiv. Ich klicke mich letztendlich einfach durch. Als erstes stecke ich den Thermostat hier in die Steckdose. Leuchtet das Display gleich auf hier. Hier gibt es gerade mal zwischendurch, das Ganze gibt es natürlich auch als Hygrostat. Also ich erkläre jetzt den Thermostat. Das Ganze gibt es als Hygrostat, hat im Prinzip die gleiche Funktion. Mit dem Hygrostat steuere ich die Luftfeuchtigkeit, ne? Mehr und weniger. Das Ganze, wie gesagt, erkläre ich jetzt am Thermostat, weil das einfach die häufigere Anwendung ist, aber nur der Hinweis auf den Hygrostat. Also ich habe zwei Kanäle, Kanal 1, Kanal 2. Ich tue in den zweiten Kanal schließe ich meine Lampe an, was ich immer auch verwende da drin. Muss kein Ohmscher Widerstand sein, wie jetzt hier. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Glühbirne genommen, kann aber genauso eine Neonröhre sein, kann so eine T5-Röhre sein. Egal was ihr nehmt, einfach an und aus, steckt man hier in Kanal 2 ein. Dann als Heizelement habe ich hier so ein Heatpanel gewählt. Bestimmt im Moment so mit das Beste, was man verwenden kann zum Heizen, stecke ich hier in den Kanal 1. So ist im Prinzip mein Terrarium installiert. Und dann kommt ein bisschen das in Anführungsstrich Komplizierte. Ich muss hier einstellen an meiner Uhr die einzelnen Werte, ne? Der erste Schritt oder eigentlich der wichtige Schritt, ich muss diese Set-Taste 3 Sekunden lang drücken, um in dieses Menü reinzukommen. Und jetzt fängt auch meine Temperatur an zu blinken. Also gebe ich hier erstmal die gewünschte Maximumfunktion ein. Ich möchte jetzt hier in meinem Terrarium am Tag 30 Grad haben. Gleich ein bisschen das Blöde ist, ich muss wirklich jedes Zehntel durchtippen, bis ich auf den 30 bin. So, okay, dann bestätige ich das Ganze mit Set. Jetzt leuchtet hier oben der Mond, das heißt die Nachttemperatur. Da will ich, warte mal, 24 Grad Nachttemperatur möchte ich hier haben. Irgendwelche Boas als Beispiel bestätige ich wieder mit Set. Jetzt blinkt hier das nächste Teil. Das ist die Alarmfunktion, ab wie viel Grad Abweichung er mir einen Alarm geben soll. Kann ich einstellen, sagen wir mal 3 Grad Differenz, soll er mir Alarm geben. Wieder mit Set bestätigen. Jetzt kommt die Uhrzeit dran, from, also ab wie viel Uhr gebe ich ein, ab wie viel Uhr ich denn meine Tagtemperatur will. Die will ich morgens um 8 soll die anfangen. Die Minuten kann man auch auf 0 lassen. Jetzt kommt to, also bis um wie viel Uhr ich das Ganze haben will, diese Temperatur. Dann machen wir mal bis 20 Uhr. Dann bestätigen wir das. Jetzt kommt der Kanal 2. Theoretisch kann ich noch eine zweite Temperaturzeit einstellen. Ne? Also da unten seht ihr ganz kleines Symbol L2 für zweite Temperaturzeit. Will ich aber eigentlich gar nicht. Wir wollen von 8 bis 20 Uhr, also bestätige ich das mit der gleichen Temperatur, L2, 8 Uhr bis 20 Uhr. Und dann bleibt es, wie gesagt, da könntet ihr jetzt eine Mittagshitze nochmal einstellen, wo es am Mittag nochmal 2 Grad wärmer wird. Habe ich jetzt noch nie so brauchen können.
fragt er mich nach der aktuellen Uhrzeit, muss ich dann einstellen. Da erscheint die kleine Uhr. Jetzt haben wir es 16.30 Uhr. Gebe ich hier ein, 16, okay. Machen wir 16.20 Uhr, machen wir es ganz genau. Und jetzt kommt hier wieder die 8 Uhr. Das ist, wann das Licht morgens angehen soll. Ne? 8 Uhr geht es an. Nachts wird es ab 20 Uhr bestätigen. Okay, aktuelle Uhrzeit 16.20 Uhr. Jetzt haben wir 16.20 Uhr, also müsste jetzt theoretisch, aktuell hat es, hier wird sie angezeigt, 26,5 Grad. Das heißt, die Heizung müsste heizen, wenn ich hier auf das Panel fasse. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber das Panel ist schön warm. Das ist hier am Heizen im Moment. Und die Lampe kann ich testen, mache ich an. Okay, Lampe brennt. Die hat jetzt Tagestemperatur, ne? 16.20 Uhr bis heute Abend 20 Uhr ist die auf Tagestemperatur. Also soweit alles perfekt eingestellt. Ich habe mein Licht eingestellt, ich habe mein Heatpanel eingestellt. Noch ein ganz wichtiger Punkt, da ist ja hier so ein Fühler dran. Können wir jetzt auch gerade mal kurz mit dem Fühler testen. Wenn ich es hier deutlich wärmer mache. Gucken, dass wir über die 30 Grad kommen. Dann muss hier mein Heatpanel ausgehen. Jetzt haben wir 30,5. Dann muss das hier aufhören mit Heizen. Geht natürlich nicht so schnell, zeigt jetzt nur Temperatur an. Ich könnte es testen, indem ich Lampe und Heatpanel umstecke. Dann dürfte, also auf diesem Kanal hier, auf dem Kanal 1, darf gerade im Moment keine Energie kommen, ne, wenn die Temperatur drüber ist. Eben dann noch der wichtige Punkt, wohin mit dem Fühler? Den müsst ihr im Terrarium so platzieren, wo ihr auch dieses Klima haben wollt. Ne? Wenn ihr sagt, ihr wollt 30 Grad im Terrarium haben, dann natürlich nicht den Fühler auf die Heizmatte legen. Da habt ihr dann nach ein paar Minuten eure 30 Grad. Ihr dürft den Fühler auch nicht ins kälteste Eck legen. Der Fühler muss dahin, wo ihr diese gewünschte 30 Grad wollt. Beziehungsweise ihr könntet es auch anders einstellen, wenn ihr sagt, okay, in meinem Terrarium die kälteste Ecke soll 25 Grad haben oder 26, dann den Fühler in die kälteste Ecke, dann hat es natürlich unterm Heatpanel deutlich mehr. Aber mein Tipp für euch, hängt den Fühler mitten rein, also in der Luft, wenn man eine Angabe Königspython als Beispiel Nacht 26, Tag 30, 31, ist damit die Luft gemeint im Terrarium mittendrin, also muss der Fühler auch mittendrin hängen.